Die Unterstützung der Umweltbewegung Fridays for Future und der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg wächst immer weiter. Inzwischen bilden sich aber auch Gegenbewegungen im Netz. So haben zum Beispiel Autofans mit ihrer Gruppe Fridays for Hubraum innerhalb kürzester Zeit hunderttausende Mitglieder versammelt, erlebten aber auch, wie schnell und gründlich so eine Bewegung aus dem Ruder laufen kann. Hassposts und sogar Morddrohungen gegen Greta Thunberg überschwemmten die Seite der Gruppe, sodass sie zeitweise sogar geschlossen wurde. Inzwischen versuchen die Macher, die ärgsten Pöbler von ihrer Seite zu drängen. Wir weisen darauf hin, dass wir uns von jeglicher Gesinnung distanzieren, sei es von rechts oder links. Bashing, Beleidigungen und Störenfriede werden ohne zu zögern geahndet. Die anfänglich zum Spaß gegründete Gruppe soll keine Bewegung von Leugnern des Klimawandels werden. Und rechte Hetze, das geht gar nicht, so einer der Gruppengründer.